Herzlich willkommen, Leute, zum FIFA-Orakel. Mein heutiger Gegner ist der Quillequalle bzw. Pascal von Games of Freifeuer. Hallo. Hallo. Mein erstes Match ist das in FIFA 2014 überhaupt. Ich habe vorher leider nicht geübt, ich habe nur die Steuerung eingestellt. Und ich muss für Südkorea spielen. Und ich spiele Belgien. Und du spielst Belgien. Ja, die Werte sind sehr ausgeglichen, wie wir sehen. Die Sterne haben bestimmt nichts zu bedeuten. Nein, Spaß beiseite. Bist du bereit? Ja. Okay. Ja, das letzte FIFA, was ich gespielt habe, war übrigens 98. Das haben wir extra nochmal am Wochenende geguckt, weil ich das gesucht habe. Ja. Ja, so. Alles klar. Du musst noch was im Teammanagement einstellen oder können wir sofort losspielen? Wir können bestimmt sofort loslegen, weil ich im oder Teammanagement... Wolltest du vielleicht deine Spieler noch austauschen und so? Nee, ich mit Lim Yang Yo, der ist schon richtig. Ja, Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Die erste Begegnung der Saison euch für allen. Diese Konkurrenten und sicherlich nicht die letzte. Es regnet. Wieder das gleiche Stadion wie letztes Mal und diese schwebenden Kameras sind auch wieder da. Was sind denn die schwebenden Kameras? Bei mir halten die wen fest? Recht. Ja, bei mir war da jemand, der die Kameras trägt. Jetzt musst du aber auch aufstehen, ne? Dürfte ich jetzt bitte meine Nationalhymne hören? Ja, um das noch einmal kurz zusammenzufassen, du hast dein erstes Match ja schon gemacht, als das hier aufgenommen wurde und hast, wenn ich das gehört habe, hoch gewonnen. Ja, das ist natürlich sehr, kann man so sagen. Für mich ist das natürlich jetzt sehr motivierend, weil ich habe nur die Steuerung eingestellt und habe kein Tor geschossen dabei. Aber meine FIFA-Jahre liegen auch schon weit zurück. Also das letzte FIFA, was ich noch hatte, war FIFA 06 und ja, das ist schon ein bisschen her. Ja, 06 ist aber schon weiter als 98. Ja, gut, das stimmt. So, da ist meine Aufstellung mit diesen ganzen Spielern, die ich natürlich so aufgestellt habe. Bei mir wurden die Namen alle ausgeschrieben, weil die wichtig sind. Ja. Interessanter Fakt aber eigentlich, weißt du, warum das so ist? Dass meine Namen ausgeschrieben wurden, also die koreanischen und Co. und nicht abgekürzt werden. Nee, das weiß ich nicht. Das interessiert mich jetzt aber. So, und jetzt erstmal versuche ich mir da hier den Ball abzunehmen. Das ist ja hier ein Profi, ey. Erstmal so sagen, so, ja, ich kann. Ja, das war eigentlich nur gelogen. Ich habe schon 8000 Spiele. Scheiße. Oh, 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 wo willst du hin? Hä? Oh! Nee, das gibt gar nichts. Ja, nee. De Bruyne. Vertonghen. Nee. Oh! Oh! Wie kommst du früher dran? Einfach nach vorne erstmal. Aus der Gefahrenzone raus. Ja, jetzt an dem Tor schießen. Das wäre schön gewesen. Dazwischen gehe ich ganz normal, ne? Also ohne jetzt zu faulen ist A, also der untere Knopf, oder? Standardmäßig? Ich glaube, faulen ist... Ja, faulen will ich ja nicht. Achso, ja, den Ball normal ab. Standardmäßig geht es A, ja. Was war jetzt? Ja, ist natürlich wieder abseits gespielt, ne? Ist ja eindeutig. Natürlich. Ja. Ich bin in meine Abseitsfalle reingelaufen. Mein geschultes Linienrichterauge hat das natürlich sofort erkannt. So... Sehr professioneller Freistoß hier von mir. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Gute Übersicht im Schade. Ist er am Ort. Guck mal hin. Direkt! Aber mein Torhüter hat ihn sicher. Hä? Jetzt kämpfen sie um den Ball. Ah. Ja, da hatte er keine.
richtige Option mehr. Deswegen musste er den Ball. Dankeschön. Was denn? Was denn? Oh Gott, der ist verletzt. Ich hab nichts getan. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Die Flanke kommt gut. Nee, kommt sie nicht. Wo denn? Raus aus dem... Mannschaftskameraden bedankt. Benteke, gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Hast du das gesehen, die Koreaner der wieder? Der ist schlecht, ey. De Bruyne. Sauber geklärt. Da wusste er überhaupt nicht mehr, was er da machen sollte in dieser Situation. Da hat er den Ball einfach ins Ausgespielt. Diese Stille, wenn sich die Leute konzentrieren müssen. Oh Gott! Oh, es war kein... Oh, ich dachte, er lässt ihn spielen. Ach, so ein Quatsch. Der wird doch bezahlt. Das konnte er doch gar nicht sehen bei dem Regen. So, Tor. Muss ich was machen? Oh Gott sei Dank. Hier kriegst du mir ja zurück für diesen einfachen Schuss. Die Roten gehören zu mir. Koreaner stehen gut, ey. Oh, oh, oh. Das ist eine ganz spezielle Technik. Ach so. Im koreanischen Fußball. Wenn du nicht 8 Kilometer schneller rennen könntest. Ah! Nein! Nix, nix, nix! Oh. Hä? Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Abseits, eindeutig. Eindeutig. Ja. Sehr schön, es hat sich gelohnt mit dem Geld. Ah. Ich kann die Geschwindigkeit, also die Stärke des Schusses halt absolut noch nicht einschätzen. Das war Abseits! Aber der koreanische Keeper, unglaublich. Was hat der denn für einen Schuss gemacht? Der soll gefälligst da draufschießen und nicht so einen Trickshot. Und jetzt ein koreanischer Konter hier. Berühmt. Und auch schon wieder vorbei. Wollte ich mich in den Schutz. Tor! Ben Teke. Ne, war richtig. Dass der Knoten geplatzt ist. Oh, ein schöner Applaus. Aber die Koreaner, also, ne? Für ihre Werte spielen die gar nicht so schlecht. Ja, also, die Werte sind ja schon auf jeden Fall unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie viel das ausmacht, das kann ich nicht einschätzen. Also, ob das wirklich so einen großen Wert macht. Ja, aber von der Sprintgeschwindigkeit sind einige Spieler dann schon ein bisschen, ne? Ja, das Sprinten, das merkt man extrem, finde ich. Also, du läufst auf jeden Fall schneller. Geh doch dahin! Warum bleibt er denn da stehen? Gutes, schnelles Passspiel. Oh, kein Koreaner hinten in der Defense. Aber den Pass fange ich ab. Was hat das denn? Den Pass fängt er ab. Nee, nee, nee. Ach. Komm schon nach vorne, das Ding. Frage ist, ob der sogar bis ins Tor gerollt wäre, so mau und lasch wie der war. Doch, komm, ja. Ja. Meine Abseitsfalle steht. Schick ich alle noch. Auch wenn hier auf Abseits entschieden wurde. Könnte sich eine Chance entwickeln. Die Koreaner sind zu klein. In den Lauf. Warum läuft der nicht? Miralles. Der war gut. Abseits. Na, da kam er. Kim. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert. Denn es gibt Eckball. Da wird doch nix. Doch. Das wird doch nix. Das wird doch nix. Nach vorne. Oh, schade. Was war das denn?
Wie viele Torschüsse hat es heute eigentlich gegeben? Gucken Sie sich die Statistik an. Nach oben muss das Ding. Oh, sehr schön rübergespielt. Jetzt packt er die Taktik aus. Jetzt packt er aus. Der Klassiker FIFA 98. Oh, fliegt der weit. Die unblockbare so gut, Flanke. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Den hat er jetzt, ey. Das wäre erstmal vorbei. Hallo, Foul! Ja, wollte schon sagen, hier wird ja beschissen. Mit den Mimosen hier. Und jetzt. Zack! Ah, ich wollte ihn extra in den Regen schießen, damit du halt dir das Wasser ins Gesicht bekommst und nicht fangen kannst. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Was ist das denn? Ja, dachte ich mir. Ah, die erste Halbzeit ist vorbei. 1-0, nicht schlecht. Ja. Ist noch alles drin. Das stimmt. Du musst natürlich jetzt, wendest du deine Taktik jetzt an, ne? Teammanagement und alles. Naja, ich hatte jetzt in Sicherheit gewogen, es wird noch ein 8-1, glaube ich. Das Tor, das Unverdiente, sogar noch durch deinen eigenen Spieler, also getunnelt. So, Schuss aufs Tor. Aber Ballbesitz wird ziemlich ausgeglichen, muss ich sagen. Mhm. Zwei Kämpfer haben auch 4-4. Ich habe eine Verletzung. Du hast natürlich mehr gefoult, ja. Ich habe einen verletzten Spieler. Und hast ja bei selbst verletzt. Wie kann denn bitte schon eine Schussgenauigkeit von 100% herrschen, ja? Wie kommt das zustande? Das weiß ich nicht. Hast du das? Bei beiden. Ach so. Aus beiden. machst du irgendwas am Management? Ich muss gerade mal gucken, wer da verletzt ist. Aber hier wird angezeigt, hier ist keiner verletzt. Ach, die können alle so durchspielen. Ja, läuft gut, schon. Dann mal was. Aber es muss hier so ein, weißt du, bis zum Ende Spiel fortsetzen. Okay. Und das ist der die zweite Halbzeit. Zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Oh, hier, ja. Die Japaner, die Koreaner, die Japaner. Hier. Oh, schade, so auf der Linie, wie die geschossen. Alter, jetzt wird's, ne? Ah, jetzt wird's langsam echt anstrengend. Das Problem ist, ich habe alle 11 Spieler ausgetauscht und du siehst es halt nicht. hier 5 auf 1, los, mach ihn fertig. Ja? Oh. Nee, so ein Quatsch und jetzt nach oben. Und. Oh. Schwach gemacht, es gibt Einwurf. Nein! Mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Da wollte ich gar nicht hin. Da stehen einfach zu viele Rote. Ja, wie gesagt, ich habe mehr Leute auf dem Feld als du. Komm! Oh Gott, nein. Oh Gott! Oh Gott! Oh! Nein! Ist doch nicht vorbei! Rein! Das nennt oh, nicht schlecht. Antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich der Spiel. Abseits. Das war kein Abseits. Hallo, geht noch einer dazwischen! Ja. Und wieder mit Theke, ey, das ist echt ein Torjäger. Da hast aber einen Spieler gekauft hier, ne? Ja. Den hab ich eingekauft, den hab ich gleich die in Belgien sofort eingebürgert. Mit der hoffentlich Nationalmannschaft. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Ja. Macht der hier die Trick. Hä? Ist der warm? Mach sie hier Flugkopfbälle. Ich drück einfach A. Das machen die von alleine. Ja, meine können das nicht. Meine sind auch viel langsamer. Renn! Nein! Die Masse macht's. Die Masse macht's. Oh Gott. Oh! Jetzt hat er die hat er spät gepfiffen. Ja. Das wirkt wollte, sehr. Wollte dein Spieler noch ein bisschen rennen lassen. Es wirkte so, ja. Also sehr parteiisch das Spiel heute.
Hier wird nichts fair gemacht. Hat er, hoffe ich. Ja, die belgische Regierung hat das mit ihren unermesslichen Geldressourcen für sich alles gekauft hier. So. Ganz sauber, der Zweig abgeholt und der Boah, schon weggegrüßt. Und die Abwehr. Ah, ah, dick. Aldebarros. Ein super Ecke. Geht dazwischen. Ja. Und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Oh, 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 was ist da los? Nee, 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 hier die Koreaner tänzeln wieder. Ah, Scheiße. Es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Oh! Oh! Raus das Ding! Und jetzt kommt er! Also, da wäre der Pass für den Mitspieler die bessere Variante gewesen. Ich wollte auch passen. Ey, der hat ihn umgeschubst, das war ein Foul. Jetzt komm, der Torwart hat den, ey. Oh, oh. Alter! Oh! Das fiebert man mit. Lassen wir den nochmal mit. Ist heute nicht zu bezwingen. Exzellent, Manni, exzellent. Ah! Er hat weiter eine weiße Weste. Klasse Keeperleistung. Oh oh. Das kann es war eine oh, Spiel. Direkt! Also, was ist da los? Was ist da? Da kommt der Konter und ich glaube, da habe ich keinen mehr. Doch, doch, hier, block ihn, block ihn! Sehr schön. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Oh, oh Gott. Gegen diese Mannschaft, ne, wenn ich jetzt eine richtige hätte. Spaß. Ja. Aber Belgien ist auch echt schon stark, muss ich sagen. Und er springt einfach über den griechischen Angreifer hinweg. Gute Flanke. Oh, und jetzt verrückt hier! Ja, Benteke. Ja, der Bär. Ist aber auch schon langsamer geworden. Auch mal schneller. Kein Problem, oh Gott. Der Gegenspieler, so ein Geschenk nimmt er gerne. Mirajas. Jetzt klärt er die Lage da. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. So. Er macht das einzig Richtige und geht oh, oh. entschlossen dazwischen. Und? Was, was, was? Da war ja nichts. Oh, da war was. Grätsche! Und? Tor! Oh. In der 90. In der 90. Tut mir leid, aber... Ich finde seine Frisur einfach so klasse. Ein Afro. Na, nicht ganz. Eine Teppichmatte. So, ich würde sagen, du drehst das Ding jetzt. Zack! Ja, das gibt kein Ende in diesem Spiel heute hier. Ein Torhüter kann ja mal Spiele gewinnen. Er verliert das heute. So, und hier also zum Ende hin nochmal ein richtig schönes Tor. Ein klarer Sieg. Das war Mirajas. Mirajas. Ah, hat Spaß gemacht. Ja, 3-0 finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich finde das auch gar nicht so abwegig, dass das gar nicht so sein könnte. Also schon ein eher realistisches Ergebnis. Ich habe schon viele Ergebnisse gehört, die weit unrealistischer sind als ein 3-0. Und ich denke, ich habe mich für mein allererstes FIFA 14-Spiel gar nicht so schlecht geschlagen. Das stimmt.
Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wie ist das jetzt noch? Kommt hier nach noch irgendwie eine Zusammenfassung oder sonstiges? Eigentlich hier nach dem Spiel kommt noch eine Spielzusammenfassung, also vom Spiel her. So, können wir nochmal drauf schauen, noch, wie gut du dich geschlagen hast. Ja, hier Ballbesitz und so müsste bestimmt nochmal kommen und so, ne? Ja. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß. Du hast noch ein Match offen. Mhm. Ich habe noch zwei. Und ich glaube, ich habe sogar recht gute Chancen gegen einen. Ja, das stimmt. Also ich Russland glaub, ist auch ziemlich stark. Und ja, könnte sogar vielleicht noch was werden. Ja. Es war auf jeden Fall sogar spannender und lustiger, als ich gedacht hätte, weil ich habe FIFA damals auf der PlayStation 1 halt viel gespielt, so, und es hat sich auch sehr viel geändert, ist halt ein bisschen realistischer geworden und so. Und was muss ich jetzt machen? Nein? Oder ist dann vorbei? Nein, ist vorbei. Ja, also für eine Revanche, wenn wir jetzt weiterspielen wollen. So. Oh, hier ist die Spielinfo noch. 10 Schüsse aufs... Oh, du hattest auch 7 Schüsse aufs Tor. Ja, am Ende dann. Nicht schlecht. Und Ballbesitz auch ausgeglichen. Ja, Ballbesitz auch. Zweikämpfe hier, Korea. Das können sie. Aber Schussgenauigkeit 57% nur. Ne? Na, hättest du nicht gefoult, wäre es anders ausgegangen. Also, wenn du da fair gespielt hättest. Nein, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche noch viel Erfolg. Schaut mal bei Quille Qualle bzw. Games of Freifeuer rein. Jo. Und wir sehen uns im nächsten Spiel wieder, dann mit einem Sieg. Und Korea kommt ja eh weiter. Von daher seht ihr mich noch ganz oft. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss.